Was ist denn hier los? Da haben sie sich versteckt, Adolf und Co. Ich habe ja Geschichten gehört, dass sie mit dem U-Boot unter dem Eis durch sind. Da gibt es auch eine Anleitung, die stelle ich später mal vor. Wahnsinn. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Fundstück des Monats. Ich habe eine deutsche Karte der Mondspiegelerde gefunden und ich dachte, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir fangen erst mit den äußeren Bildern an und mal was ganz Neues heute. Wir fangen an mit einem Zitat aus der Bibel. Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Jesus Christus. Ja, interessant zu sehen ist hier eine Aufstellung, wo wir oben Gott sehen, ja, als Pilz in diesem Fall. Dann haben wir hier die Corona, darunter das Paradies, dann haben wir die Wasser da oben, dann haben wir den Dom bzw. die äußere Finsternis. Ne, ziemlich interessant, die äußere Finsternis, ziemlich nah am Paradies. Ja, dann haben wir das Primum Mobile. Das ist eine, ja, Piktografie von dem kompletten Mond, also der kompletten Erde. Und diese, ja, Piktografie zeigt uns etwas Besonderes, wo wir später nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht an dieser Stelle, ich habe keine Ahnung, wer diese Karte entwickelt hat. Ich habe keine Ahnung, aus welcher Zeit sie stammt, da aber die Schrift relativ ja, neu aussieht, gehe ich stark davon aus, es ist aus der Neuzeit. Ich bin auch nicht mit allem zufrieden, was hier gezeigt wird, aber schauen wir weiter. Diese Piktografie ist mir nicht ganz verständlich, denn in der Karte wird nicht wie bei Vibes of Cosmos Dinge erklärt und wissenschaftlich analysiert, geht auch nicht in so einer kurzen Zeit. Daher müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Aber interessant sind hier die Bewegungen. Dann haben wir eine Reihenfolge. Der Autor der Karte sagt die richtige Reihenfolge. Kann man sich drüber streiten. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Wir haben Gott, das Paradies, Wasser, die Finsternis. Interessant ist hier Reptil. Da kann man sich auch seine Gedanken drüber machen. Dann Sternenhimmel, Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus, Merkur, Mond, der Dom, Erde und die Tiefe. Ja, dann haben wir die Umlaufzeit in Tagen und Pluto ist ja ziemlich lang. Da ist man ein Jahr alt, wenn man so viele Tage lebt. Egal. Dann, ja, hat er auch eine Piktografie der Sonnenfinsternis, schematisch, und der Mondphasen. Wobei ich hier sagen muss, die schwarze Sonne spielt hier keine Rolle. Und ich gehe stark davon aus, dass der Autor der Karte diese schwarze Sonne nicht beobachten konnte, so wie bei Vibes of Cosmos. Dadurch sind auch die Analysen von dem Autor der Karte etwas anders. Hier soll ich nicht weiter darauf eingehen, also ist die schematische Darstellung. Hier schiebt sich der Neumond oder schiebt sich die Neumondscheibe, also er redet auch von Scheiben, vor die Sonnenscheibe. Durch die Verdeckung wird ein Schatten auf die Erde geworfen, die Sonne wird verfinstert. Also hier einfach ausgedrückt, ähnlich wie bei Vibes of Cosmos, nur dass sich hier die Scheiben voreinander schieben. Bei Vibes of Cosmos waren es eher die, ja, wie soll ich sagen, die refraktierten Abbilder, die miteinander interferieren. Nichtsdestotrotz, sehr, 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 sehr interessant. Dann haben wir hier auch eine, ja, schematische Darstellung von Mondfinsternissen, partiell, Halbschatten, total. Hier schreibt er aber, hier schiebt sich Merkur vor die Sonne, was nach Vibes of Cosmos nicht sein kann, denn Merkur ist am Ende ein Plasmaabbild. Aber ja, interessant. Wie gesagt, meiner Meinung nach hat der Autor der Karte nicht beachtet, dass es die schwarze Sonne gibt oder konnte sie nicht beobachten. Für mich trotzdem sehr interessant, auch die piktografische Darstellung, denn es erinnert alles sehr an Vibes of Cosmos. Ja, hier haben wir sozusagen einen Seitenschnitt von
der Erde mit ja, der Corona, dann oben Gott etc. Und ein paar Linien eingezeichnet, wo ich davon ausgehe, dass hier die Mondfinsternis dargestellt ist. Es ist aber, wie gesagt, schwer zu entziffern, da auch keinerlei Erklärungen dazu sind. Genauso wie bei dem nächsten Bild ist es, ja, also in erster Linie dachte ich, das wäre ein Auge. Aber bei genauem Hin betrachten haben wir wieder die piktografische Darstellung mit dem Dom. Dann haben wir hier die Tiefe, wobei hier wieder wieder Fragen aufkommen. Was ist das für eine Linie? Was soll sie aussagen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, hier sitzt die schwarze Sonne. Laut Vibes of Cosmos ist es so. Ja, schwierig zu sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das ist. Für mich sieht es aus wie ein Auge. Ja. Kommen wir noch zum interessanten Punkt. Und hier deckt sich das mit Vibes of Cosmos und geht sogar noch ein Stück weiter. Für mich der interessanteste Part an dieser Karte. Ja, hier ein Bibelzitat, Henoch, Abschnitt 4, Kapitel 18. Und ich sah die Behälter aller Winde und sah, wie er die ganze Schöpfung damit ausgeschmückt hat und die Grundfesten der Erde. Und ich sah den Eckstein der Erde und sah die vier Winde, welche die Erde und die Himmelsfeste tragen. Und ich sah, wie die Winde die Höhe des Himmels ausspannen und sie schweben zwischen Himmel und Erde. Das sind die vier Säulen des Himmels. Und ich sah die vier Winde, welche den Himmel drehen, welche den Kreis der Sonne und alle Sterne zum Untergang bringen. Das soll heißen, hier sind vier Säulen, die dafür verantwortlich sind, dass sich die Erde dreht und auch für den Raum zwischen Himmel und Erde sorgen. Sehr interessant. Und hier haben wir eine piktografische Darstellung davon, wobei hier einige Sachen zu beachten sind. Wie ihr erkennen könnt, haben wir hier den kompletten Mond, der auch auf einer Bahn sich dreht. Und hier haben wir den, ich nenne ihn mal den Gesamtmittelpunkt. Hier außen haben wir die vier Säulen, also die vier Winde. Und hier haben wir eine piktografische Darstellung, wie das funktioniert. Zur kurzen Erklärung, was sehr interessant ist. Es sieht aus wie ein Vortex. Und wir haben hier die komplette Monderde. Also dieser Bereich hat hier einen Nordpol. Ich nenne ihn den kleinen Nordpol. Und hier haben wir den kompletten Mond, also die komplette Erde. Damit ist gemeint der komplette Umfang dieser Erde. Nicht nur dieser Teil, sondern das komplette Erdabbild. Und dieses Erdabbild ist auch in einer Kreisbewegung. Und diese Kreisbewegung entsteht durch die Winde, also die Säulen, die sich drehen, drehen sich alle in ja, dieselbe Richtung, treiben dadurch diesen ja, großen Kreis an, der wiederum dazu führt, dass sich diese Bewegung stattfindet um den kleinen Mittelpunkt. Aber dieses komplette Gebilde dreht sich nochmal in der Richtung auf dieser Bahn um den großen Mittelpunkt. Und der große Mittelpunkt ist dieser Bereich, dieser Punkt hier. Und das war für mich ja, sehr interessant, als ich die Karte mir das erste Mal angeguckt hatte. Ja, die vier Winde, vier Säulen auf den vier Ecken der Erde erzeugen einen magnetischen Vortex in rote Pfeilrichtung. Also hier sehen wir das, rote Pfeilrichtung, welche das Primum Mobile, ich hoffe, ich betone das richtig, in Rotation nach Pfeilrichtung versetzt. Ja, also dieses bewegt sich in Pfeilrichtung, das bewegt sich in Pfeilrichtung, alles durch die vier Winde. Durch die Rotation kommt es zur Verschiebung des magnetischen Pols in die pinke Pfeilrichtung. Ja? Also der kleine Nordpol dreht sich auf dieser Bahn um den großen Nordpol. Das war für mich ja, sehr, sehr interessant. Ist auch eine Fortführung von Vibes of Cosmos. Vibes of Cosmos geht nur auf diesen Teil ein, hat aber das große Unbekannte nicht auf dem Schirm. Und das würde für mich einiges erklären und auch die Bewegung etc. Hier ist auch der erste, ja, sage ich mal, wissenschaftliche Hintergrund zu sehen. Für mich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, kommen wir zur Karte. Hier sehen wir unseren Teil der Erde, die kleine Erde. Und
ja, der Atlantische Ozean, die Länder eingetragen. Dann haben wir hier die Längengrade, die sind hier nicht gerade eingezeichnet. Genauso wie bei Vibes of Cosmos ist es auch nicht gerade. Jedoch bin ich der Meinung, dass das daran liegt, dass das Mondabbild eine Linse ist. Dadurch verschiebt sich das und es ist nicht zentral drauf, daher ist es nicht gleich, sondern ist im unteren rechten Bereich aus unserem Blickwinkel hier. Dadurch ist das hier abgeschrägt, und wenn wir uns die Gliesenkarte dazu angucken, dann, wie im letzten Video, dann sehen wir auf der Gliesenkarte, dass alles gerade ist, aber auch die Kontinente ein bisschen anders dargestellt sind. Ich gehe stark davon aus, dass die Gliesenkarte diesen Effekt, diesen Linseneffekt ausgleicht, die Längengraden ja, gerader macht und daher die Kontinente ein bisschen anders aussehen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, dann habe ich eine Anleitung gefunden aus der Zeit von Adolf. Und in dieser Anleitung konnte man nachlesen, wie U-Boote unter dem Eis eine neue Gegend gefunden haben. Jetzt sehen wir auf dieser Karte das berühmte Symbol und sehen auch verschiedene Kontinente und Namen, die uns zeigen, wo diese Leute gelandet sind. Ich bin vorsichtig mit dem, was ich sage, denn das ist ein Thema, ja, YouTube und dieses Thema ist schwierig. Ich habe aber auch einige Aufzeichnungen gefunden, ein ganzes Buch über UFOs von Adolf. Und hier sehen wir auf einmal UFO-Stützpunkt. Ja? Dann sind ja auch, das ist nachzulesen, eine ganze Menge U-Boote verschwunden. Dann gibt es diese Anleitung für die U-Boote, wie man unter dem Eis durchkommt. Und hier ist ein U-Boot-Stützpunkt. Also ja, für mich die Karte ist sehr interessant, wer auch immer diese erstellt hat. Falls du das Video schaust, melde dich mal bei mir. Ja, für mich eine wundervolle Karte, auch schön gemacht. Und wir haben auch hier dieselben Namen. Und das ist unabhängig von Vibes of Cosmos entstanden. Ja, und natürlich eine deutsche Karte, auch sehr interessant. Ist die Frage natürlich, inwieweit das hier stimmt. Ja, das soll es zu dieser Karte gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es genauso interessant wie ich. Und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video. Bis bald.